Halleluja. Ja, also heute möchte ich mit dir tatsächlich etwas Geschichtsunterricht machen. Ich habe das eigentlich früher sehr häufig und sehr regelmäßig gemacht. Und normalerweise ist das etwas, wo die Leute denken, Hilfe, jetzt gibt es Geschichtssachen und dann schalten sie ab, weil es hat so gar nichts mit unserem Leben zu tun. Aber ich glaube, dass das heute anders ist und du wirst verstehen, wie die Story, die ich dir erzähle, wie die Situation, über die ich dir berichte, tatsächlich richtig, echt viel mit uns hier und heute zu tun hat. Und ich bin wirklich schon ganz begeistert über dieses super spannende Thema. Denn es ist das Thema D-Day. D-Day. Okay, der D-Day. Ich werde also, wie gesagt, zuerst einen geschichtlichen Rückblick geben, dann machen wir uns mal mit prophetischen Augen auf und schauen uns die ganze Situation ein bisschen an. Und dann schauen wir mal nach einem Ausblick, was der Herr für uns da heute in unserer Situation zu sagen hat. Okay, also erstmal, wer mit dem Begriff D-Day nichts anfangen kann, das bezieht sich auf einen ganz markanten Wendepunkt im Zweiten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg war es so, Nazi-Deutschland hatte ganz den größten Teil von Europa eingenommen und es gab den Begriff Festung Europa. Festung Europa. Es war in eine Festung verwandelt worden, heißt etwas, was nicht eingenommen werden kann. Europa unter der Nazi-Herrschaft sollte nicht eingenommen werden, sondern sollte eben in diesem Klammergriff sein. Und es war ein Terrorregime, was überall regierte, total verdorben. Und auch Frankreich war natürlich von den Nazis überwältigt worden, aber da gab es die Résistance, eine Untergrundbewegung, Widerstand, der sich schon gegründet hatte. Und dann gab es tatsächlich Gerüchte, dass irgendwas irgendwie irgendwo im Geheimen in Bewegung ist und keiner wusste genau was. Es gab einen Haufen völlig irritierende, verwirrende Nachrichten aus allen möglichen Seiten und wer konnte sich vorstellen, was da passieren sollte. Die Lage war verwirrend, die Lage war irritierend und eigentlich durchaus ein bisschen mit unserer Lage heute vergleichbar. Okay, gut, fangen wir an. Das Dritte Reich, Nazi-Deutschland. Die Nazis hatten mit verschiedenen politischen Schachzügen das Land in eine Diktatur verwandelt, in einen Einparteienstaat eingeführt und mit unvorstellbarer Brutalität, Härte, Grausamkeit gegen das eigene Land vorgegangen, gegen die Deutschen selber erstmal vorgegangen, hatten dann angefangen, Minderheiten zu diffamieren und wir wissen darüber Bescheid. Ja? Millionen von Deutschen waren verzaubert. Und ich meine das Wort im negativen Sinne, verhext, durch die Manipulation der Propaganda. Die Propaganda war das Instrument der Nazis, um die Menschen gleichzuschalten. Und da gab es den Minister Goebbels, der das brillant beherrscht hatte. Der kannte diese Klaviatur der Propaganda brillant. Und er hat durch diese Propaganda das ganze Volk, einen großen Teil des Volkes, hinter diese Nazi-Ideologie gebracht. Und das war etwas zutiefst Dämonisches, zutiefst Verdorbenes, Satanisches, eine wirkliche, üble, schlimme, satanische Agenda. Das Ganze hatte übrigens auch religiöse Züge. Und das ist sehr, sehr uncool, weil viele, viele, viele Christen, und das ist wirklich etwas, wo ich sagen muss, Gott sei es geklagt, viele, viele Christen haben sich hinter die Nazi-Ideologie gestellt. Die fanden das genau richtig. Die haben sich dazugestellt und haben im Grunde genommen die gleichen Parolen übernommen, die gleiche Sichtweise übernommen, die gleiche Vorstellung übernommen, die gleichen Werte übernommen, wie die Nazis sie vorgegeben haben. Und das war etwas sehr, sehr Trauriges. Es gab da etwas, das nannte man die deutschen Christen. Das war etwas, was man heute als rassistisch, ideologisch, antisemitisch auf den Führer fixierte Bewegung innerhalb der Christenheit, insbesondere der evangelischen Kirche, hatte. Ja. Und die hatten ein Logo, also ihr Zeichen war ein Kreuz mit einem Hakenkreuz drin.
Kreuz und Hakenkreuz zusammen. Hier, ehrlich, es ist zum Kotzen. Ich kann es nicht anders formulieren. Es ist so verdorben, so übel. Ne? Und es gab natürlich Leute, die uns heute bekannt sind, die in den Widerstand gegangen sind, die aufgestanden sind, die den Mund aufgemacht haben, die nicht mitgespielt haben. Aber wenn du dich damit beschäftigst, ist das Verblüffende, es sind gar nicht so viele. Ja, da gab es die bekennende Kirche. Halleluja. Ja, da gab es Niemöller, der übrigens zu Beginn ursprünglich auch Hitler-Fan war. Ne? Und dann gab es natürlich Bonhoeffer. Es gab einige. Aber in der Relation sind das ganz wenige Namen. Warum? Weil die meisten sind mitgelaufen. Die meisten haben die gleichen Parolen nachgesprochen. Und dann, und das ist wirklich übel, hat man ja diese Obrigkeitsnummer auch gebracht. Ja? Untertan sein der Obrigkeit. Die Obrigkeit ist ja vom Herrn und alles, was die Obrigkeit macht, das ist alles in Ordnung und man muss sich dem unterordnen. Und wehe, wenn nicht, dann widersteht man Gott. Und so weiter. Also wirklich, da hat man Bibelstellen missbraucht, um sie unter dieses satanische System runter zu zwingen. Und die Leute haben teilweise gegen ihr Herz oder gegen ihr Hirn gehandelt und sind einfach in diese treue Gefolgsmentalität reingegangen, in Kadavergehorsam und so weiter. Und das ist wirklich übel, weil wenige das Standing gehabt haben und gesagt haben, hier läuft etwas, was widergöttlich ist und ich laufe nicht mit. Ich laufe nicht mit. Viele Christen waren Fans des Systems. So, dieses System war extrem wirklich, wirklich böse. Ich hatte vorhin gesagt, es hat gewisse religiöse Züge. Schau mal, da war der Führer. Was für ein verrückter Begriff, ja? Er war nicht der Diktator, es war nicht der König, es war nicht was weiß ich was. Es war der Führer, der das Volk geführt hat. Ja, in den Untergang. Wer soll denn für uns als Christen der Führer sein? Natürlich der Heilige Geist. Er ist es, der uns in die Wahrheit leitet. Er ist unser Tröster und unser Führer. So, da hat also dieser von dämonischen Kräften gesteuerte Adolf Hitler diese Position für sich übernommen. Ich führe euch, ja, wohin auch immer. Ein falscher Messias war das. Dann gab es ein falsches Heil. Heil. Das ist ein interessanter Begriff, Heil. Heil auf Hebräisch heißt Yeshua. Yeshua ist ein Begriff, der bedeutet Heil, Rettung, Erlösung und eben Heiland. Schau, die Christen vor vielen Jahrzehnten haben das gewusst. Die wussten, der Begriff Heil ist eine Person. Yeshua. Und so haben sie dem Ganzen versucht, das zusammenzupacken und haben den Begriff Heiland gebraucht. Der Heiland, derjenige, der das Heil hat, ist eine Person, Yeshua. So, und hier in Nazi-Deutschland wird dieser zutiefst christliche, wertvolle, unvorstellbar wichtige Begriff geraubt von dieser verrotteten Bude, von diesen total verrotteten Leuten. Und sie gebrauchen das, das Wort, und nehmen es für ihre verdorbene Ideologie. Heil Hitler. Weißt du, wie sich das eigentlich anhört? Yeshua, Hitler. Ja? Hitler ist unser Heil, Hitler ist unser Retter, Hitler. Was für ein Wahnsinn! Zutiefst verdorben und die Christen haben es mitgebrüllt. Hier ist es entsetzlich. Das ist 80 Jahre her. Falsches Heil. Und dann hatten sie einen falschen Propheten, diesen Goebbels. Ja? Der das Sprachrohr war. Der das kommuniziert hat. Der das Medium war. Das dann die Medien genutzt hat, um die Botschaft reinzubringen. Ja, falscher Prophet und ein falsches tausendjähriges Reich. Verstehst du, da waren christliche Werte missbraucht worden für eine zutiefst verrottete satanische Ideologie. Falscher Messias, falsches Heil, falscher Prophet, falsches tausendjähriges Reich und vielleicht gibt es sogar noch mehr. Und dieses System war hier in unserem Deutschland, war nicht irgendwo im finstersten Busch in Afrika oder in Südamerika, irgend so eine Bananenrepublik? Nein, es war hier, in einem Land, was früher sich als die Nation der Dichter und Denker gefeiert hat. Totaler, entsetzlicher, total verrückter, ein total verrücktes System. Menschenverachtend, brutal. Ein Staat überall Kontrolle, überall Zwang. Es war im Grunde genommen ein einziges Gefängnis, ja,
Und man darf das nicht unterschätzen. Die Deutschen haben unter den Nazis entsetzlich gelitten. Das Volk, die Menschen, ja, unter dieser Ideologie, unter dem Denunziantentum, unter der Überwachung, unter dem verraten werden, ja, unter dem abgeholt werden und so weiter. Ja, sie wurden in unendliches Elend gestürzt. Ja, ihre Söhne wurden an der Front verheizt und so weiter. Es ist ja nicht so, dass die Deutschen da irgendwie nur Täter waren. Sie sind ja selber in gigantischer Art und Weise gepeinigt und missbraucht worden. Ne? Es gab diese Auslieferung, Verfolgung. Es gab wirkliche, echte Verfolgung. Ja? Und das Ganze war sehr gut organisiert. Richtig deutsch, mit schön mit Listen und allem. Ne? Aber total böse, total krank, total dämonisiert. Und in diesem Ding mit der Herrenmenschenideologie und so weiter, da gab es diesen Kadavergehorsam, da gab es diesen Pfiff zur Obrigkeit, da gab es dieses alle dem Führer hinterher. Ne? Und es herrschte Angst, es herrschte Furcht, es herrschte Terror nach innen zu den Menschen, den Deutschen, und nach außen zu den umliegenden Nationen. Deutschland war ein Werkzeug in der Hand Satans. Anderes kann man es gar nicht sagen. Und das Ganze kulminierte dann, als die Shoah kam, der Holocaust. Ja, als es dann zu diesem Ganzopfer kam, wo tatsächlich Millionen von unschuldigen Menschen vernichtet worden sind. Was für ein Wahnsinn! Das war in Deutschland und nicht irgendwo anders. So, hier in Deutschland, in Berlin, stand der Thron des Satans. Das heißt, steht er heute noch. Ja, im Pergamon. Museum, der Pergamonaltar. Das einzigste Bauwerk, was es überhaupt gibt in der ganzen Welt, was die Bibel als Thron des Satans bezeichnet. Ah, von wo ging der Erste Weltkrieg aus? Von Berlin. Wo ging der Zweite Weltkrieg aus? Von Berlin. Wo ging der Holocaust aus? Von Berlin. Und wenn du weiter guckst, dann wirst du feststellen, dass von dort ein Haufen böse Sachen ausging. Da war das Ischtar-Tor. Das Ischtar-Tor als Zeichen, was die Juden in die babylonische Gefangenschaft, in die Unterjochung geführt hat. Ja? Ihr Tempel war zerstört, ab nach Babylon. Das war das Symbol dafür. Stand auch in Berlin, ein paar Meter weiter, neben dem Pergamon-Altar. Und Deutschland hat sich extremst aggressiv gebärdet und hat mit Blitzkrieg und mit unvorstellbarer Brutalität ganze Länder unterjocht. Land für Land für Land für Land in ganz Europa. Krieg, Terror. Und dann war eben auch Frankreich dran. Frankreich wurde überrollt mit einem Blitzkrieg und Frankreich war natürlich seit 150 Jahren, mal mindestens, also zur Zeit von Napoleon, der große Kontrahent, der große Feind, der große Gegner für die Deutschen. So, und Frankreich wurde überrollt, wurde missbraucht, wurde geknebelt, wurde geknechtet. Aber wie ich schon sagte, es gab eben diesen Widerstand. Es gab die Resistance, die hat Sabotageakte gemacht, die war geheim, die hat die Nachrichtensysteme attackiert, die hat die Verkehrswege attackiert, ja, die hat die Brücken attackiert. Die waren klein, aber durchaus flexibel, fast unorganisiert, aber effektiv, ja, durchaus effektiv. So, und in dieser Situation, wo wir uns jetzt befinden, da kommt dieser Begriff Festung Europa her, Festung Europa, eine negative, böse Festung unter der Hand eines total satanischen Systems. Festung Europa, Nazi-Deutschland hatte diese Autorität darüber. Und die hat man ausgebaut. Die Festung hat man ausgebaut als Festung. Und man hat auch gegenüber dem Meer, sprich an den, Küstenstreifen, hat man unvorstellbar viel, wie soll ich mal sagen, Bewaffnung angebracht. Man hat diese Bunker gebaut, man hat Waffen dahin gebracht, man hat Geschützstellungen da aufgebaut und so weiter, weil man wusste, nach innen hin konnte man das gut kontrollieren, aber nach außen hin war da eine gewisse Gefahr, dass es da vielleicht irgendjemand anlanden konnte von außen. Okay, was wir jetzt hier verstehen müssen an der Situation ist, Deutschland steht für das Böse in dieser Situation von Nazi-Deutschland. Es ist das Böse, es ist das System, was das Böse repräsentiert. Ich sage nicht die Deutschen, ich sage
Das Nazi-Deutschland, das System, hat das Volk geknechtet, missbraucht, gequält und zum Bösen verführt. Ne? So, und in dieser Situation, da passierte dieser D-Day. Ja? So, und da habe ich ein Bild für euch, das zeigt den Stand von 1942. Hier seht ihr das mal. Hier eine Karte von Europa. Alles, was rot ist, sind die Länder, die die Nazis bis 1942 erobert und eingenommen haben. Da seht ihr einen Teil von Nordafrika, oben Norwegen gehört auch dazu und so weiter. Und es ist gigantisch. Ja? Das ist diese Festung Europa, von der Hitler da gesprochen hat. Und an den Küstenstreifen, da wurde eben diese sogenannte Nordatlantikwall oder Atlantikwall aufgebaut. Ja? Schärfste Festungsgeschütze und so weiter. England war noch frei, blieb auch frei, wurde zwar bombardiert von den Deutschen, aber wurde nicht, Hitler hat nicht übergesetzt nach England. Und das Ganze entwickelte sich dann immer zäher. Es kam dann zum Krieg im Osten gegen Russland, die Sachen in Norditalien, in Nordafrika, da wendete sich auch das Bild, da wurde es dann schlechter. Und irgendwann kamen die Nazis schon so ein bisschen, oder Nazi-Deutschland ein bisschen in Bedrängnis. Und dann geschah etwas, was unter äußerster Geheimhaltung passierte. Und gleichzeitig gab es da etwas, wo, wie soll ich mal sagen, Fake News ausgestreut worden sind, wo man irgendwelche Propaganda von der Gegenseite gemacht hat, wo man Fehlinformationen gemacht hat. Und ich meine damit sowas wie das hier. Schau dir das mal an. Panzer- und Flugzeugattrappen. Was du hier siehst, ist also eine reine Attrappe. Man hat Unmassen von solchen Attrappen gebaut, damit die Luftaufklärung der Deutschen denkt, da ist eine gigantische Bewaffnung. Hier, da gab es Jeeps, da gab es, wie gesagt, Panzer. Hier, dieser Panzer ist aufblasbar. Ja, also wo du wirklich sagst, es ist psychologische Kriegsführung oder was, einfach Fake. Ja? Es wurde damit gearbeitet, dass da sagenhafte Massen an gar nicht existierenden Waffen gezeigt wurden, um den Feind zu irritieren. Man hat beispielsweise Fallschirmjäger-Attrappen abgeworfen mit irgendwelchen Lautsprechern, die dabei waren und die dann so Gewehrfeuer ausgestrahlt haben. Da war gar nichts, aber man hat so getan, als ob da was war. Also Fake News von der Seite der Gegner von Nazi-Deutschland. Man hat so getan, als ob es eine ganze Armee gibt, die gar nicht existiert ist, um die Deutschen von der eigentlichen geplanten Invasion, die dann kam, abzulenken. Man hat beispielsweise von Schottland aus einen Funkverkehr stimuliert, dass man denken sollte, hey, die wollen nach Norwegen, die Invasion soll nach Norwegen gehen. Das heißt, in dieser Situation hattest du die Propaganda in Deutschland, die natürlich dann über ganz Europa ausgedehnt worden ist, und du hattest die Propaganda der Gegenseite, die aber extrem stark mit Fake News gearbeitet hat, um die Deutschen zu verwirren. Kurz und gut, du konntest dich auf gar nichts verlassen, was du an Informationen bekommen hast. Das war wirklich, wirklich eine ganz verrückte Situation. Ja, und dann hatte ich schon gesagt, in dieser Situation war dann noch die Resistance da in Frankreich drin. In anderen Ländern gab es natürlich ähnliche Widerstandsbewegungen. Die haben also Telegrafenmasten in die Luft gejagt, Brücken gesprengt und so weiter und haben vor allen Dingen dafür gesorgt, dass die deutsche Informationstechnologie und der Nachschub in Probleme kamen. Übrigens gibt es in Frankreich einen nationalen Tag der Resistance, das ist der 27. Mai. Gut, und jetzt gab es eben von englischer und amerikanischer Seite insbesondere starke militärische Überlegungen, dass man gedacht hat, wir können nicht weiter zusehen, wie dieses Terrorregime dieser total verdorbenen Nazis, also hier den ganzen Kontinent mit Hunderten von Millionen Menschen in ihren Klammergriff halten, sondern sie müssen befreit werden. Und zwar militärisch befreit werden. Und Churchill und Roosevelt, die da maßgeblich waren, haben tatsächlich beschlossen, Achtung, wir müssen eine Invasion wagen.
Es geht nicht anders. Wir müssen eine Invasion machen. Wir müssen an einem bestimmten Tag, den wir festlegen, muss es zur Invasion kommen. Und sie haben Truppen zusammengezogen. Noch und nöcher und noch und nöcher. Und das Ganze unter möglichst großer Geheimhaltung, beziehungsweise möglichst viel Fake News darüber, die ausgestreut wurden. Und letztlich kam es dann so, dass am Morgengrauen des 6. Juni 1944 der Startschuss fiel. Etwa so um 4 oder 5 Uhr sind die Soldaten von England, von den verschiedensten Orten in England, sind die dann per Schiffen und Flugzeugen und so weiter tatsächlich nach Frankreich rübergebracht worden. Und das waren an diesem Tag 150.000 Soldaten, vor allen Dingen Amerikaner und Briten, Kanadier, aber auch andere, Polen, Norweger, Franzosen natürlich und noch weitere Nationen. Gut, also im Morgengrauen kamen die. Und die kamen mit solchen Landungsbooten beispielsweise, wo die dann einfach transportiert worden sind und dann ins Wasser und an den Strand sich versucht haben durchzuschlagen. Allerdings war das alles andere als, sagen wir mal, militärisch glücklich gelaufen. Da gab es schon Schwierigkeiten. Beispielsweise hatte man einen groben Fehler gemacht. Man hatte den Soldaten abends ein besonders großes, schweres Essen gemacht. Man wollte denen so mal so, bevor es jetzt dann losgeht, nochmal was Gutes tun und hat denen so richtig eine bombastische Mahlzeit aufgefahren. Die haben sich den Bauch vollgeschlagen und dann waren sie am nächsten Morgen, als sie auf dem Wasser waren, ist ihnen kurz übel gewesen. Die waren richtig seekrank und es war ihnen richtig speiübel. Und dann auf einmal ging die Klappe auf und sie sollten jetzt ins Wasser und dem Feind gegenübergehen mit totaler Übelkeit, mit Kopfschmerzen und so weiter. Also dieses schwere Essen war echt ätzend gewesen. Das war ein richtig schlechter Dienst. Dann hatte es einen gigantischen Orkan gegeben, einen richtig, richtig schweren Sturm. Der Sturm war so schwer, dass der Termin, der ursprünglich schon am 5. gewesen sein sollte, sogar verschoben worden ist. Ein richtig schwerer Sturm, wie seit langer, langer Zeit nicht mehr. Und es war jetzt in diesen Ausläufern, es war hoher Seegang und in dieser Phase, ja, bei echt, es war auch kalt und so weiter, da sollte dann diese Invasion da stattfinden. War schwierig. Dennoch ist es an diesem 6. dazu gekommen und das Ganze hat sich letztlich auch als sehr gut erwiesen, weil nämlich die deutsche Wetteraufklärung hat gesagt, keine Chance, an dem Tag ist ein Angriff oder eine Landung oder sowas völlig unmöglich. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Und es war auch ein verrücktes Kommando, also sind beispielsweise dann hinterher, nachdem die Soldaten dann an Land gegangen waren, sind massenhaft Schiffe beispielsweise gestrandet. Ja, also es war eine ganz verrückte Situation. Das war dieser D-Day. Und dieser D-Day war geplant, um Massen von Soldaten, Massen von Fahrzeugen, Massen von Technik, Massen von Waffen an einem Tag beginnend in diese Festung Europa hineinzubringen. Sozusagen die Mauern an einer Stelle zu durchschlagen, hindurchzubrechen und dann von innen auf zu kämpfen. So, die Soldaten kamen also, ne? Und die Deutschen hatten aber über die Jahre diesen Wall ausgebaut. Da waren überall diese Stellungen, überall solche Art Bunker mit diesen Geschützen. Und gerade an der Stelle, wo sie dort gelandet sind, war es, sagen wir mal, besonders stark abgesichert. Da gab es also Tausende von Minen. Der ganze Strand war vermint. Ja? Da gab es sowieso Stacheldraht, aber es gab auch vor allen Dingen Panzersperren und so weiter. Ja, überall waren diese Maschinengewehrposten bei den Deutschen und die waren bereit, auf alles zu schießen, was da irgendwie kam. Die haben natürlich jahrelang gewartet und es kam nichts. Aber als die alliierten Truppen gekommen sind, waren sie bereit und haben wirklich ein Gemetzel angerichtet. Und da war es beispielsweise so, dass die deutschen Maschinengewehre durch eine technische Entwicklung doppelt so viele Schüsse abgeliefert haben wie die amerikanischen beispielsweise. Das Ganze bis zu 1500 Schuss pro Minute. Das ist schon mal was. 1500 pro Minute.
Der Oberbefehlshaber für diesen Bereich dort in Frankreich war der General Rommel. Ja, Rommel, hast bestimmt schon mal den Namen gehört. Und der Rommel, der war einige Zeit vorher in diesem Bereich von diesen Stränden gewesen. Und man sagt, er hat sich das angeguckt und er hatte eine Eingebung, eine feindliche Eingebung. Und er hat diesen Strand da gesehen und es hat ihn an einen Strand erinnert in Italien, wo es tatsächlich mal eine Invasion gab. Und er hatte irgendwie, hat er gemerkt, Moment mal, hier könnte was sein. Und dann hat er angeordnet, dass genau diese Region besonders stark mit Waffen und mit Minen ausgestattet wird. Ja? Es ist ein Strand, der bietet Angreifern auch keine Deckung. Ja? Der ist etwa 300 Meter breit und ist eine richtige, echte Todeszone, denn das ist ein ganz flacher Strand und dann kommen relativ steile Klippen, die fast senkrecht hochgehen. Ja, dennoch hatten die Politiker gesagt, auch wenn hohe Verluste zu erwarten sind, wir müssen es machen, wir müssen einfach diesen Kontinent von den Nazis befreien. Das war für sie das Wichtigste. Und sie haben gesagt, okay, durch die verschiedenen anderen Kampfbereiche, wenn es jetzt noch eine Front hier im Westen gibt, werden die Deutschen immer mehr geschwächt, ja, weil sie an vielen Fronten zu kämpfen haben. Und das war die Überlegung, ja, dieser Mehrfrontenkrieg, um sie, wie soll ich mal sagen, immer mehr zu schwächen. Und es hat ja auch funktioniert. Es hat ja auch funktioniert. Und das Interessante ist, dass der ganze Krieg von Berlin ausging und letztlich, als die Alliierten kamen, sich alles wie konzentriert auf diesen Fokus, diesen Hotspot Berlin wieder konzentriert hat. Ja? Also schon bemerkenswert, diese Stadt. Okay, die Operation hieß Operation Overlord. Overlord, also sowas wie der Überherr, der Oberherr. Ja? Derjenige, der Herr der Herren ist, sozusagen. Ne? Und ich hatte schon gesagt, der eigentliche Termin war der 5. Und jetzt musst du dir vorstellen, die Soldaten aus Kanada, aus Neuseeland, aus Amerika oder wo auch immer, sind ja da zusammengeführt worden. Alles ganz geheim. Die durften ja auch nicht irgendwo großartig von der Luftaufklärung entdeckt werden. Die waren irgendwo untergebracht. Und da mussten sie warten und warten, haben ein bisschen trainiert, haben sich vorbereitet und warten und nochmal warten und immer nochmal warten. Und dann irgendwann soll es endlich losgehen. Und dann ist das Wetter so miserabel und dann noch mehr warten. Ja, es war so etwas, was durchaus nervenzehrend war, bis es endlich losging. Und dann kam es dazu, dass es zu diesem Angriff kam. Als das eigentlich erfolgte, das war morgens 6.30 Uhr, 7.30 Uhr, als diese Landungstruppen da ankamen, das war Ebbe. Es war Vollmond. Ja, wie gesagt, es war kalt. Die Wetteraufklärung hat gedacht, keine Chance, ist unmöglich. Aber es gab eine gigantische Invasion. Und zwar einen Massenangriff auf etwa 100 Kilometer Küste mit 5 verschiedenen Stränden. Und da zeige ich dir jetzt mal hier dieses Bild. Da siehst du mehr als 3.100 Landungsboote. Ja? Also diese Truppentransporter, dann gibt es massenhaft Kriegsschiffe, 120 Kriegsschiffe, Minensucher, 250, die gebraucht worden sind, irgendwelche sonstigen Schiffe, ja, also einfach auch Transporter und alles Mögliche, ja, natürlich auch Fregatten und Zerstörer und unterschiedlich alles, was überhaupt nur zu bekommen war, hat man geholt, ja, in verschiedensten Größenordnungen, auch bei den Flugzeugen, alles, was ging, ja, Bomber und dann so die richtigen Kampfflugzeuge, ja, also diese Fighters, oder auch alles, was einfach für die Lufttransport war, ne? Unterschiedlichste Sachen. Alles, was irgendwie möglich war, hat man gebraucht, Fähren und sonst was, um diese Truppen und das Material rüberzubringen. Ja? Da hat man beispielsweise über 1.500 Panzer gehabt, ja? 12.500 sonstige Fahrzeuge. Ja? Allein schon von den Fallschirmjägern über 23.000. Insgesamt gab es von den Invasionstruppen, die hier an diesem Tag übergesetzt sind, geht man von über 150.000 aus, ja, und wie gesagt, über 6.300 Schiffe und über 10.000 Flugzeuge. 10.000 Flugzeuge, das musst du dir mal vorstellen. Das war
Unvorstellbar gigantisch. All das ist innerhalb von einem Tag über den Ärmelkanal an einer vollkommen unmöglichen Stelle, die nicht dafür vorgesehen war, wo es keine Landungsmöglichkeiten gab, bei schlechtem Wetter, ja, in dieser Kriegssituation passierte das. Weißt du, dass das die größte logistische Leistung ist, die es bis jetzt in der Menschheitsgeschichte gegeben hat? Und sie landeten dort an diesen verschiedenen Stränden und die hießen Utah und Omaha Beach oder Gold, Juno und Sword nannten sich die. Und das waren also zwei amerikanische, zwei britische und eine kanadische Division. Hier siehst du dieses Bild mit ein paar Detailinfos. Ja, das ist also in der Normandie, wo diese Truppen von England kommen, aus gelandet sind. Morgens begann es damit, dass die Kriegsschiffe erstmal die deutschen Stellungen beschossen haben. Die haben dann aber aufgehört, weil dann die Fallschirmjäger kamen und so weiter und dann die Soldaten eben an die Strände kamen. Da gab es jetzt ein paar interessante Sachen. Ich hatte vorhin von Rommel gesprochen. Rommel hatte so eine Eingebung. Und was hat der beispielsweise gemacht? Der hat das Hinterland, also das Hinterland, hat der die ganzen Seen und Flüsse, die es da gab, blockiert, also aufgestaut, hat Dämme gebaut und so weiter und hat das ganze Land überflutet. Das gesamte Hinterland war also auf riesigen Flächen von Hunderten von Quadratkilometern überflutet, richtig überflutet. Und so war es so, dass die Fallschirmjäger, die sind ja hinter den deutschen Stellungen gelandet, um die von hinten anzugreifen. Da war folgende verrückte Situation. Die wurden abgesetzt mit sehr schwerem Gepäck, mit ihren Waffen und allem, was sie brauchten, wollten dann landen, dachten sie landen auf festem Grund und landeten im Wasser. Das Wasser war nicht hoch, aber es war so hoch, dass du dringend ertrinken konntest, wenn du dich nicht freimachen konntest. Jetzt hatten die diesen schweren Fallschirm und ihr schweres Gepäck und konnten sich in dem Wasser landend kaum befreien. Viele, viele, viele sind ertrunken. Ja? Und da gab es jetzt verschiedene Ausrüstungen. Ja? Die Amerikaner hatten etwas, was relativ kompliziert zu öffnen war, dieser Fallschirm, um sich befreien zu können. Die Engländer hatten eine andere Technik, die brauchten nur auf einen Knopf zu kloppen und dann ging das Ding auf. Und so haben von den Engländern viel mehr überlebt als von den Amerikanern aufgrund der technischen Ausrüstung, weil man das nicht eingeplant hat. Da siehst du, wie satanisch diese ganze Geschichte ist. Ja? Viele, viele, viele sind da ertrunken. So, der Soldat, der Normale, hatte ein Gepäck dabei von 50 Kilogramm. Das war einfach viel zu schwer. Die waren nicht flexibel genug. Das war für die erste Invasion, war das einfach nicht vernünftig. So, und dann waren die am Strand. Vorne schießt der Feind. Und hinten kam jetzt natürlich langsam die Flut. Also dann wurde es wirklich mulmig. Ja? Und sie mussten sehen, dass sie diese Todeszone, diese 300 Meter Strand irgendwie überwinden können, um dann bis zu diesen Klippen zu kommen. Und es war wirklich richtig, richtig gefährlich und richtig schwierig. Was interessant ist, ist, dass zu diesen Steilklippen, ja, die musste man also erklimmen. Ich habe da ein Bild, da siehst du auch unten einfach mal, wie das ist, also wie die steil die Klippen waren. Das war wirklich was, wo die hochklettern mussten. Und oben saßen ja die Deutschen mit ihren Stellungen. Also das Ganze war schon echt ein richtiges gefährliches Unterfangen. Was aber interessant ist, ist, dass die Deutschen zu dem Zeitpunkt noch vollkommen verwirrt waren und keinerlei Ahnung hatten, was eigentlich lief. Wie gesagt, diese feindliche Propaganda, die englische, amerikanische Propaganda war so effektiv gewesen, dass man keine Ahnung hatte, dass diese Invasion stattfinden sollte. Ja, Hitler hat zwar damit gerechnet, dass es zu einer Invasion kommt, zu einem Landen der Gegner kommt, aber er hat immer gedacht, das ist in der Nähe von Calais, also an der schmalsten Stelle vom Ärmelkanal. Dieses hier erschien ihm viel zu weit, viel zu gefährlich, viel zu ungeeignet und so weiter. Und er hat das einfach für eine Fake News gehalten. Er hat es nicht geglaubt, als die Nachrichten kamen. Er hat gesagt, das ist ein Ablenkungsmanöver. Die wollen, dass wir da hingehen, damit sie dann an der anderen Stelle übersetzen können. Ja, ein Ablenkungsmanöver. Und der Rommel, ja, hier, Generalfeldmarschall ist er,
Generalfeldmarschall Rommel, der war für diese Divisionen dort in diesem Gebiet zuständig, der hatte gerade an dem Tag, weil es war ja schlechtes Wetter, hatte der Heimaturlaub. Und viele Kommandanten hatten gesagt, so läuft jetzt eh nichts, die sind nach Paris ab und haben sich das schön gehen lassen. Ja? Aufgrund des schlechten Wetters hat keiner damit gerechnet, dass die so verrückt sind und tatsächlich übersetzen. So, und dieses Chaos auch in der Leitung, das war etwas, was die Alliierten nutzen konnten und was letztlich dazu geführt hat, dass der D-Day ein riesiger Erfolg war. Ein riesiger Erfolg, aber zu einem viel höheren Preis, als sie gedacht haben. Sie haben gedacht, das geht schneller, einfacher, leichter, mit viel weniger Menschenleben. Sie haben einen blutigen Preis bezahlt. Ja? An diesem einen Tag fielen auf beiden Seiten, auf der Seite der Deutschen wie auf der Seite eben von den Angreifern, etwa 10.000 Leute. 10.000 an diesem einen Tag. Viele natürlich durch Gewehrfeuer von den deutschen Stellungen, durch diese Minen oder auch, weil sie wirklich ertrunken sind. So, dennoch haben die alliierten Truppen es geschafft, sich da durchzubeißen, haben den Strand überwunden, haben die deutschen Stellungen dann ausgeschaltet und konnten sogar bis zum Abend dieses 6. Juni teilweise schon bis zu 10 Kilometer weit ins Landesinnere gehen. Ja? Und dann lief es, dann kamen Truppen und Truppen und Truppen und Material und Panzer und alles. Dann war das eine, wie soll ich mal sagen, wie so ein Brückenkopf, da wurde richtig in gigantischem Ausmaß eben Material eben nach Europa gebracht. Und all dieses Material war das, was dann eben gegen Nazi-Deutschland gebraucht wurde. Am Abend haben sich mehr als 150.000 alliierte Soldaten bereits dort auf französischem Boden befunden. An einem Tag. 150.000 Leute. Das war wirklich etwas Gigantisches. Aber wie gesagt, also Churchill und Roosevelt hatten gedacht, es ist leichter, die Deutschen zu überrennen. Sie haben gedacht, es ist leichter, sie zu überwinden. Sie haben gedacht, es ist leichter, den deutschen Widerstand zu brechen. Ja? Sie haben gedacht, es geht schneller. Ne? Es war viel zäher, viel schwieriger, viel mehr Kampf, als sie ursprünglich gedacht haben. Dennoch sind sie immer mehr vorwärts gekommen, hatten am 12. Juni, also eine Woche später etwa, hatten sie bereits das gesamte Gebiet, etwa 100 Kilometer Breite, 30 Kilometer Tiefe hatten sie bereits eingenommen und waren da schon bestens versorgt, hatten die verschiedenen Strände als Brückenkopfe miteinander verbunden, hatten die deutschen Stellungen wirklich ausgeschaltet, fingen an, künstliche Häfen zu bauen. Das war etwas, was absolut wichtig war, ja, Häfen, wo natürlich dann einfach Material und Leute auch kommen konnten. Und nach etwa 3 Wochen am Ende des Monats Junis hatten tatsächlich über diese Brücke, ja, waren bereits mehr oder etwa 1 Million Soldaten. 1 Million Soldaten nach Europa gekommen. Du musst dir vorstellen, was das bedeutet. War die ganze Logistik, die müssen ernährt werden, die brauchen die ganze Versorgung, alles. Und Waffen und alles, das war alles organisiert worden über diese Vorbereitungszeit. Die Vorbereitungszeit war ein Jahr, ja. Etwa ein Jahr vorher hatten sich die Politiker getroffen und haben gedacht, wir müssen was machen. Und dann lief das an. Ein Jahr Vorbereitungszeit für einen Tag der Invasion. Ja, und dann ist sehr interessant, wie es dann weiterging, bis tatsächlich der Krieg zu Ende war. Ende Juni, 1 Million Soldaten waren bereits auf europäischem Boden. 150.000 Fahrzeuge waren bereits übergesetzt worden. Hielt Hitler es immer noch für eine Fake News? Das ist der absolute Hammer. Der hielt es immer noch für etwas, was er nicht geglaubt hat. Er hat es immer noch abgelehnt, dort irgendwelche Truppen hinzusenden, weil er sich gesagt hat, nein, die werden bei Calais übersetzen und wenn ich da die Truppen wegnehme, dann schwäche ich mich. Und er hat keine Verstärkung an diese Soldaten, die dort waren, die aufgerieben worden sind, gegeben. Dabei bestand überhaupt kein Zweifel mehr an der Erfolg der Invasion. So, und jetzt haben sich die Resistance-Truppen mit ihrer Sabotage und mit ihren Aktionen, die haben sich natürlich verbunden mit dem voranmarschierenden Heer, ja, und sie hatten das deutsche Verkehrsnetz und die deutsche Informationspolitik und so weiter empfindlich gestört. Und bald schon litten die Deutschen unter erheblichem Nachschubmangel und erheblichen Problemen. Ein Monat später dann, am Ende Juli, durchbrachen die
Alliierten tatsächlich die deutsche Front im Landesinneren. Und dann war es im Grunde genommen ein Vorwärtsmarschieren von Stadt zu Stadt, zu Stadt zu Stadt, um im Grunde genommen immer mehr Richtung Osten, immer mehr Richtung Berlin, um das Land zu befreien. Ja, erst Frankreich, Benelux und dann auch Deutschland zu befreien. Deutschland von der satanischen Herrschaft der Nazis zu befreien. Und das ist interessant. Meine Mutter, die hat zu der Zeit in der Nähe des Ruhrgebiets gewohnt, als das passierte, war ein kleines Mädchen. Und sie hat erzählt, sie kann sich noch erinnern, der Tag, wo die Truppen von Westen her kommend einfach durch den Ort fuhren, durch die Stadt fuhren. Dachte, überall haben die Leute weiße Tücher rausgehängt als Zeichen der Kapitulation. Und sie sind mit Jubel begrüßt worden. Ja, das waren die Befreier. Denn Deutschland war auch unter diesem Terrorregime. Das Volk wurde befreit. Es wurde gerettet, auch von diesem satanischen System. Ne? Und so lief der Vormarsch dann im Grunde genommen immer weiter und weiter, bis letztlich es sich immer mehr auf Berlin konzentriert hatte. Das Interessante ist, der Zweite Weltkrieg begann so, es ist immer ein bisschen schwierig, das auf den Tag zu bringen, aber das haben Historiker im Grunde genommen dazu erklärt, am 1. September 1939. Der Wendepunkt dieses Krieges war dieser D-Day am 6. Juni 1944. Das sind 4 Jahre und 9 Monate nach dem Beginn des Krieges. 4 Jahre und dann nochmal 3/4 Jahr. Dann kam es zu diesem Eingriff. Dann kam es zur Invasion. Und nach diesem Tag der Invasion, bis zum Ende des Krieges am 8.5.1945, ja, waren es nur 11 Monate. 11 Monate. Das heißt, die haben 1 Jahr Planung gehabt, dann gab es diesen Tag der Invasion und dann hatten sie innerhalb von 11 Monaten dieses ganze Terrorregime überwunden. Hatten Europa befreit. Die Festung Europa war gefallen. Und da gibt es ein Zeitungscover hier, The Day That Changed America, der Tag, der Amerika verwandelt hat. Aber es war nicht nur Amerika, es war Europa, es war letztlich die ganze Welt und es war vor allen Dingen auch Deutschland. So, das ist der D-Day, der Tag der Invasion. Der Tag der Invasion. Hunderttausende von Beteiligten, unvorstellbares Material. Wie gesagt, die größte logistische Leistung, die es bis jetzt so gegeben hat. Und es war alles darum, ein satanisches System, was sich aufgemacht hatte, in die Knie zu zwingen. Und wie wir wissen, ist es dann auch gelungen. Den 6. Juni 1944 sollten wir uns merken. Es ist ein Tag, der die Welt verändert. Gut, jetzt kommt natürlich die entscheidende Frage. Und die ist, warum erzähle ich das? Warum erzähle ich das? Was hat dieser D-Day vor Jahrzehnten heute mit uns zu tun? Ja? Von den Leuten, die damals dabei waren, lebt kaum noch einer. Was hat das mit uns zu tun? Hier, heute, was ist das für eine Message? Ich glaube, sie spricht mehr zu uns, gerade als Christen, als wir so allgemein uns vorstellen können. Denn weißt du was? Das Kommen Jesu damals, vor 2000 Jahren, das Kommen Jesu war eine Invasion. Das Kommen Jesu war aus der himmlischen Dimension einfach mit, ich sag mal, brutaler Gewalt inmitten dieses Systems, was vom Feind beherrscht wird, die Welt. Du erinnerst dich an das, was wir die letzten Wochen hatten, das Reich Gottes und das Reich der Welt. Das Reich Gottes, es gab keine Verbindung, ja, zum Reich der Welt. Gott hat eine Invasion gemacht, indem er selber inmitten dieses Weltsystems hineingegangen ist, um den Weg frei zu machen, damit da die Leute, die es für sich annehmen und die es wollen, gerettet werden können und ins Reich Gottes hineinkommen können. Eine Invasion des Himmels.
Weißt du was? Der Herr hat den Teufel nicht um Erlaubnis gefragt. Der hat auch die Politiker nicht um Erlaubnis gefragt. Der hat die Mächtigen und Herrschenden nicht um Erlaubnis gefragt, sondern er ist gekommen zur Rettung und zur Befreiung und zum Heil, zum echten Heil. Er ist gekommen. Und er ist gekommen, wie soll ich mal sagen, in der Bereitschaft, alles hinzugeben, wie diese Soldaten. Sie waren ja bereit, ihr Leben hinzugeben. Und so ist er gekommen. Und er hat sein Leben hingegeben, um diese Befreiung für uns zu ermöglichen. Es war eine Invasion Gottes in das Weltsystem hinein. Das Kommen des Heiligen Geistes an Pfingsten war eine weitere Invasion. Der Herr hat keinen gefragt, ob er das haben wollte, noch nicht mal die Jünger. Ja? Er hat sich darum nicht gekümmert. Es war eine Invasion Gottes, wo er gesagt hat, jetzt ist mein D-Day. Und er hat seinen Geist ausgegossen auf diese 120 oder wie viele Jünger auch immer. Und sie haben die Welt verändert. Verstehst du? Und seitdem gibt es immer wieder im Geist irgendwelche, sagen wir mal, kleine D-Days. Vor einigen Wochen haben wir über Azusa gesprochen. Das war so eine Situation, eine Invasion des Himmels hinein in dieses gefallene, verdorbene Weltsystem. Und das kannst du dir genauso vorstellen. Von irgendwo kommen Truppen, Invasionstruppen hinein in ein total terrorisiertes Land oder von mir aus in einen total terrorisierten Kontinent, um Befreiung und Rettung zu bringen. Und genau darum geht es. Und ich persönlich glaube, dass dieser D-Day ein Bild ist, ein prophetisches Bild ist für etwas, was uns bevorsteht. Ein D-Day, den Gott bereit hat für uns. Wenn er sagt, dass es gewaltige Veränderungen gibt, gewaltige Erschütterungen gibt, gewaltigen Segen gibt, eine gewaltige Berührung des Himmels gibt, dann ist das für mich etwas, was ich mit diesem D-Day vergleichen kann. Ja? So, Festung Europa, jetzt im Geist, was ist das? Ein Kontinent in säkularem Denken drin, toter Religion, irgendwelchen okkulten Geschichten, ein Kontinent unter der Herrschaft des Feindes. Und Gott sagt, ich plane eine Invasion. Der Thron des Satans in Berlin, kalt und prächtig. Und Gott sagt, ich plane eine Invasion. Ein Jahr Vorbereitung war damals. Aber dann gab es diesen Tag. Und danach ging es ganz schnell. Und das System viel, 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 viel schneller, als man sich denken konnte. Während der Kampf langsam das Land eingenommen hat, war ja die Herrschaft immer noch da. Das Nazireich war ja immer noch existent, es hat ja immer noch gewütet. Ja? Aber es wurde immer mehr bedrängt, bedrängt, bedrängt und immer mehr in den Rückzug gezwungen. Weißt du, die Vorbereitungen dauern. Es scheint überhaupt nichts zu passieren. Denk mal an die Leute in der Resistance, wie die das empfunden haben müssen. Die haben so ihre Sabotageakte gemacht, haben agiert. Das ist für mich solche was für klassisch wie Beter. Die beten gegen die Machenschaften des Bösen, die beten gegen das satanische System, die beten für Erweckung, die beten, dass was passiert. Und es scheint nichts zu passieren, weil sie die Informationen nicht haben. Sie haben nur die Propaganda des Feindes. Oder sie haben irgendwelche Fake News, wo man sich nicht drauf verlassen kann. Deshalb brauchen wir das prophetische Wort. Das prophetische Wort sagt dir nämlich, hey, es kommt eine Invasion des Himmels, der Herr hat was vorbereitet. Der Herr hat was vorbereitet. Gib nicht auf, es gibt einen Tag, es gibt einen festgesetzten Tag und der kommt. Und wenn du denkst, es passiert nichts, lass dich nicht irritieren. Sei nicht ungeduldig. Nutz die Zeit, trainiert zu werden. Nutz die Zeit, dich vorzubereiten. Sei bereit. Und dann sei nicht zu schwer unterwegs. Du brauchst leichtes Gepäck. Schlepp nicht so viel Zeug mit dir rum. Und vor allem, wenn, dann sei bereit, das auch hinter dir zu lassen. Ja? Sei bereit, dich vom Ballast befreien zu lassen. Ne? Wenn du merkst, es kommt über dich, ja? Droht dich im wahrsten Sinne des Wortes zu ersäufen, werd den Ballast los. Schnell, je schneller, je besser. Was auch da drin steckt, ist, es gilt, Klippen zu überwinden. Es gilt etwas, was erklommen werden muss, wo der Feind obendrauf ist, wo er
vertrieben werden muss, wo er besiegt werden muss, wo er vernichtet werden muss. Ja? Hör nicht auf die Propaganda des Feindes. Hör nicht auf sein kontinuierliches Ding, was auf dich einprasselt, was auf dich niedergeht, mit einer unvorstellbaren, brutalen Propaganda, die zutiefst verdorben ist. Hör nicht drauf. Sei vorsichtig bei Fake News. Ja? Sei vorsichtig bei Fake News. Und sei dir bewusst, egal was dir gesagt wird, die Festung Europa im Geist, ich spreche jetzt natürlich immer im Geist, im Geistlichen, kann eingenommen werden. Sie kann eingenommen werden. Egal wie der Feind sich festsetzt, egal wie das Böse sich präsentiert, egal wie es aussieht. Eine Invasion des Himmels, ein Tag des Himmels und es kann alles komplett verändern. Und zwar plötzlich und unerwartet. Ich persönlich glaube, dass es auch für die Leute von der Resistance unerwartet war. Aber sie haben gemerkt, auf einmal geht's los und dann haben sich angeschlossen und sie sind gemeinsam vorwärts marschiert, um das Land einzunehmen und zu befreien. Es kann auch heißen, es gibt eine stürmische Überfahrt. Es ist uns nicht ein sanfter Spaziergang auf einer blumenbewachsenen Frühlingswiese versprochen. Es gibt Kampf. Es geht um Leben und Tod. Es ist etwas, wo wir wirklich dabei sein müssen, wo wir uns hingeben müssen. Einen Lauf zu laufen, einen Kampf zu kämpfen, wie die Bibel sagt. Ja? Und das heißt, es kann auch eine schwierige Situation sein. Vielleicht ist die Sicht schlecht, du weißt überhaupt nicht, was los ist. Sehgang, vielleicht ist dir übel im übertragenen Sinne. Ja? Dennoch, geh vorwärts. Der Feind ist aggressiv, aber Overlord, der Oberherr, Operation Oberherr, er ist derjenige, der uns voranbringt. Wir kämpfen ja nicht von uns aus. Er ist derjenige, der die Invasion vorantreibt. Er ist derjenige, der der Sieger ist. Ja, er ist derjenige. Hinter uns stehen alliierte Kräfte des Himmels, mit denen wir gemeinsam vorwärts gehen, als Christen, als die Söhne und Töchter Gottes. Wo immer wir sind, ja, wo immer wir sind, vorwärts gehen, um dieses satanischen Klammergriff über Deutschland, Österreich, der Schweiz, Liechtenstein und allen anderen Ländern Europas zu zerbrechen. Ja, wo so viel Lüge, Not, Elend ist. Echte Erweckung, das Licht kommt, das Segen kommt, das Heil kommt, das Befreiung kommt. In dem Sinne sprechen wir aus Verwirrung in das Lager des Feindes. Wo auch immer er ist, wo auch immer er seine Eliten hat, wo auch immer er seine Leute hat, wo auch immer er seine Finger drin hat, wo auch immer er mit seinem satanischen Wirken drin ist. Dann ein Punkt, der mir noch aufgefallen ist. Es ist wichtig, Häfen zu bauen. Vielleicht ist das für den einen oder anderen sogar der Job. Bau Häfen für die himmlischen Landungstruppen, für die Invasionstruppen, wie immer das aussehen kann. Und dann, wenn du, sagen wir mal, im Gebet bist, achte nicht gering, was du tust. Attackiere die feindliche Informationstechnologie, also die Informationswege. Attackiere seine Nachschub, attackiere seine Quellen, attackiere das, was da an Bösem ist. Ja? Der ganze Kontinent ist in der Hand des Bösen und wir als Christen beschäftigen uns mit sonst was, anstatt das zu tun, was uns in Epheser 6 aufgetragen ist. Ja? Zu kämpfen. Du hast eine Waffenrüstung an, weil du ein Kämpfer bist. Wenn du Blumen pflücken willst auf der Wiese, brauchst du keine Waffenrüstung. Versteh mich richtig. Nichts gegen Blumen pflücken. Ja? Aber es gibt eine Zeit zu kämpfen. Es gibt eine Zeit aufzustehen. Es gibt eine Zeit, wo wir vorwärts gehen müssen und sagen, Moment mal. Gott, der Herr, hat Dinge verheißen und da gehen wir hinein. Deutschland und Europa kann gerettet werden. Weißt du, als wir damals zur Bibelschule gegangen sind, gab es einen Ruf. Erweckung kommt nach Europa und Deutschland ist der Schlüssel. Das war das, wo wir gesagt haben, dafür lohnt es sich, sein Leben hinzugeben. Erweckung kommt, Licht kommt, Veränderung kommt, Wahrheit kommt. Davon bin ich zutiefst überzeugt. Und da möchte ich dir jetzt drei Texte noch weitergeben. Prophetische Worte. Das erste Wort ist von
eine Amerikanerin, Patricia King. Gegeben im Dezember 1999, das war ganz kurz, wenige Tage vor dem Jahrtausendbeginn. Und ich denke, das ist ein sehr markantes Wort und ein sehr markanter Termin für uns. Und sie hat das Bibelwort in Jesaja 60, Vers 2 und 3 davor gestellt. Denn siehe, Finsternis bedeckt die Erde und Dunkel die Völkerschaften. Aber über dir strahlt der Herr auf und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Und es ziehen Nationen zu deinem Licht hin und Könige zum Lichtglanz deines Aufgangs. Und dann schreibt sie: In einer geistlichen Vision sah ich eine dunkle Wolke, die sich über Europa niederließ. Eine dunkle Wolke über Europa. Es war keine Sturmwolke, sondern eine Wolke von bösartiger, dichter Dunkelheit. Die wollte jedes Land in Europa durchdringen und sich darin niederlassen. Das ist exakt das, was wir bei Nazi-Deutschland drin hatten. Dann schreibt sie weiter: Ich habe dann Deutschland gesehen. Und eine Öffnung erschien in der Mitte der schweren Dunkelheit, die in dem Land und über dem Kontinent lagerte. Aus der Öffnung kam eine große Zahl von Anbetenden, Fürbittern, Sängern und Musikanten. Sie waren in heilige Gewänder gekleidet, die weiß schimmerten und haben die Herrlichkeit Gottes ausgestrahlt. Die Anbetung, in der sie standen, war sehr stark. So stark, dass sie auch durch Widerstand nicht zu erschüttern war. Etwas weiter später schreibt sie dann: Mit großer Kraft haben diese Anbetenden verkündet: Der Herr ist gut und seine Barmherzigkeit währt ewiglich. Und dann: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. In Gerechtigkeit und Recht richtet er die Erde. Und dann ging es zurück zu: Der Herr ist gut und seine Barmherzigkeit währt ewig. Und dann: Heilig, heilig, heilig ist der Herr, der allmächtige Gott. In Gerechtigkeit und Recht richtet er die Erde. Er ist derjenige, der in Gerechtigkeit richtet, nicht der Feind. Diese Reihe, also dieser Lobpreis, wurde immer wiederholt, immer wiederholt. Die Anbetenden wurden von der Öffnung in Deutschland in alle umliegenden Länder verteilt. Sie sind über die Grenzen hinausgegangen, die ich in der Vision noch sehen konnte. Es ist möglich, dass sie in alle Welt gegangen sind. Ihnen folgend kam aus der Öffnung eine Armee. Halleluja. Weißt du was? Das ist genau die Story wie bei Josaphat. Josaphat hatte eine Übermacht, die ihn attackiert hat. Und sie hat ihn bedrängt. Und er hat vom Herrn eine prophetische Weisung gebraucht. Und es gab sie. Ja, und dann haben sie den Lobpreis vorangehen lassen. Der Lobpreis geht dem Kampf voran. Der Lobpreis geht dem Sieg voran. Mit Lobpreis sind sie vorangezogen. Und danach kam die Armee. Und als der Feind den Lobpreis gehört hat, hat er angefangen, sie umzubringen. Das war bei Josaphat. Und hier auch. Zuerst der Lobpreis, zuerst die Sänger, die Fürbitter, die Anbetenden, die Musiker. Und dann kommt die Armee. Diese Armee folgte den Anbetenden, die einen Weg der Gerechtigkeit mitten in der Dunkelheit geschafft hatten. Diese Armee war eine furchtbare Armee. Eine grimmige Armee. Grimmig in der Kraft der Liebe. Diese Armee war eine Armee von Infanteristen in voller Rüstung, die Schwerter der Wahrheit schwangen. Die Stärke und die Kraft der Liebe waren sehr sichtbar in ihnen. Liebe war die Macht, die sie zwang. Der Himmel wurde über diese Armee geöffnet und Jesus erschien in dieser Vision in meinem Sinn. Ich sah ihn, wie er in Offenbarung 19, Vers 11 bis 13 beschrieben wird. Er wachte über diese Armee mit Freude, Wohlwollen
und Unterstützung. Er ist wirklich ihr Befehlshaber und König. Dann habe ich die Invasion gesehen. Eine Trompete erklang. Die Anbetenden und die Armee fielen als eine Einheit in die Dunkelheit ein. Sie waren vereint. Sie waren ganz auf ihre Aufgabe konzentriert. Sie haben ihre Position im Heer nicht verlassen. Sie waren ganz geheiligt und voller Kraft. Sie fielen in diese Wolke von Dunkelheit ein und haben mit Licht die Oberhand behalten, haben sich um einzelne Herzen bemüht, sie ins Licht gerufen und dann sich um zahlreiche Menschen zur gleichen Zeit bemüht, um Tausende. Sie griffen Übelkeit an und Krankheit und haben heilende Kraft mitgebracht. Sie haben Tod angegriffen und Leben gebracht. Sie haben Unterdrückung angegriffen und Freiheit gebracht. Für Einzelne, für viele. Und jetzt kommt ein bemerkenswerter Satz. Ja, ich sehe eine deutsche Invasion. Sie gehen in andere Länder. Das ist eine Aufgabe, die der Herr seiner Kirche in dem Land Deutschland gibt. Er beruft die Kirche in Deutschland in einer Zeit wie dieser, damit sie einen Platz einnehmen als seine heiligen Invasoren, die Invasoren kommen. Das schreibt eine Amerikanerin. Ich habe dann eine zweite Vision gesehen, die aber irgendwie mit der ersten verbunden war. Ich sah diese Gruppe von Anbetenden und Kriegern in Jerusalem. Sie waren dort hingegangen, um sich zu demütigen und Christus in Jerusalem anzubeten. Halleluja! Sie haben dem Land Geschenke mitgebracht. Ich habe drei Geschenke gesehen. Ehre, Respekt und Wertschätzung. Von Deutschland nach Israel. Bemerkenswert. Ich habe gesehen, wie die Anbetenden und die Armee sich tief niedergebeugt haben vor dem Herrn in demütiger Ehrerbietung. Und dann haben sie die Geschenke verteilt, die sie den Menschen im Land Israel gebracht hatten. In dieser Vision hat Deutschland in Israel mehr Geschenke verteilt als irgendein anderes Land. Diese Geschenke brachten Heilung und Licht. Dieses Wort ist über 21 Jahre alt. Und es ist ein Wort, was für mich wie ein Hammerschlag in unsere Situation trifft. In eine Situation trifft, wo das Böse so offenkundig auftritt. Eine Situation trifft, wo so viel Niederträchtiges ist, wo satanische Strukturen sich immer mehr entwickeln, wo die Freiheit immer mehr begrenzt wird und wirklich Böses sich, wie soll ich mal sagen, ganz unverhohlen zeigt. In dieser Situation ein solches Wort von einer Invasion und noch dazu einer Invasion in Deutschland. Ich finde das absolut erhebend. Das Wort segnet mich, seit ich es zum ersten Mal vor vielen Jahren gelesen habe. Und deshalb wollte ich es dir wirklich auch weitergeben. Da möchte ich dir ganz kurz etwas aus diesem Text, diesem Faltblatt hier vorlesen. Es wird kein Zurück geben. Das haben wir ja vor wenigen Tagen an viele, die unsere Post bekommen, verschickt. Und wir haben noch etliche Hunderte davon da, Tausende. Wenn du möchtest, kannst du die gerne bei uns bestellen, auch zum Weitergeben für einen Hauskreis oder sonst was. Also wir schicken sie dir gerne. Einfach schreib uns an, beziehungsweise bestell es noch besser über unser Formular auf der Webseite. Und hier ist ein prophetisches Wort für unsere Situation jetzt in Deutschland weitergegeben. Es wird kein Zurückgeben. Und da heißt es unter anderem, in der Welt gibt es unvorstellbare Kräfte der Lüge, der Manipulation und der Bosheit. Zahllose Staatenlenker und Mächtige, zahllose Sprachrohre haben sich dahingegeben, der Lüge und der Dunkelheit zu dienen. Doch gleichzeitig kommt mein Licht. Gleichzeitig kommt meine Erweckung. Gleichzeitig kommt mein Wirken. Gleichzeitig marschieren die Engelsarmeen. Gleichzeitig sind meine Beter und meine Kämpfer im Einsatz.
Gleichzeitig verherrliche ich mich. Gleichzeitig kommt es zur Geistesausgießung. Geistliche Konfrontationen, die man noch nie gehört hat, werden geschehen. Auch in eurer Mitte. Mächte der Finsternis werden bloßgestellt werden durch mein Volk. Mächtige Herrscher der Finsternis, Könige, Edle, werden gebunden werden durch mein Volk. Ich werde gegenwärtig sein. Meine Herrlichkeit wird gegenwärtig sein. Meine Kraft wird gegenwärtig sein. Mein Geist wird gegenwärtig sein. Mein Feuer wird gegenwärtig sein. Das ist im Grunde genommen auch solch eine ganz ähnliche Situation. Du siehst hier eine Kampfsituation, wo das Volk Gottes aufsteht, nicht mehr in einer Position, alles abzunicken, nicht mehr das Böse gut zu nennen und das Gute Böse zu nennen, nicht mehr in einem kranken Kadaver gehorsam, sondern es steht auf, fängt an, Gott wirklich mehr zu gehorchen als den Menschen und kommt in Position und setzt die Dinge Gottes um. Und ich sage dir eins, wir brauchen das prophetische Wort wirklich, weil das prophetische Wort schützt uns vor den News der Welt und es schützt uns vor den Fake News. Irgendwelche Verwirrungspropaganda. Wir müssen, und ich meine wirklich müssen, wissen, auf was wir vertrauen können. Schau mal, es gibt Christen, die bezweifeln, dass Gott heute noch spricht. Aber sie glauben alles, was in den Nachrichten gesagt wird. Das ist zutiefst töricht. Weil das, was die Welt dir sagt, das ist das, was die Welt will, dass du hören sollst und was du glauben sollst und worauf du deine Sachen bauen sollst. Aber Gott sagt, ich werde alles erschüttern, alles, alles erschüttern. Es wird gigantische Umwälzungen kommen. Aber das Unerschütterliche, das bleibt. Und das ist Christus. Das ist der Felsen. Das ist das, worauf wir hoffentlich als Christen wirklich unser Lebenshaus gebaut haben. Was auf dem Felsen steht, wird stehen bleiben. Was auf sinkendem Sand gebaut ist, wird untergehen. Punkt. Das prophetische Wort ist glasklar. Und es ist wichtig, sich diesbezüglich jetzt klar zu sein, jetzt zu fokussieren und jetzt bewusst zu sein, um was es wirklich geht. Wir haben in unserem Shop ein Buch, das habe ich auch schon mal beworben, vielleicht auch sogar schon mal zweimal, Armee der Engel. Hier das Buch ist der Hammer. Es ist absolut ein Segen, dieses Buch zu lesen, wo es um den Dienst der Engel geht und wo es um Invasion geht, wo es um Kampf geht, wo es um Einnahme des Landes geht, im Geist. Und das Buch ist hier von Tim Sheets. Wer vielleicht den Namen Dutch Sheets schon mal gehört hat, ist ein bekannter geistlicher Leiter in den USA, Dutch Sheets, das ist der Bruder. Tim Sheets ist sein Bruder. Und Tim Sheets hat im Jahre 2013 ein prophetisches Wort weitergegeben. Das hat mich schon so sehr gesegnet in meinem Leben, dass ich es heute dir nochmal vorlesen will. Ich glaube, ich habe es vor einem Jahr oder so vielleicht schon mal vorgelesen, aber es ist egal. Es ist etwas, was so gigantisch in diese Situation passt. Du musst es wissen, du musst es hören. Unser großer Gott setzt gerade eine unglaubliche Armee auf der Erde frei. Das klingt für mich schon nach Invasion, ne? Er setzt eine Armee frei. Gott setzt eine Armee frei. Nun, wir würden natürlich sagen, das sind dann natürlich Engel. Ja, aber es ist noch mehr. So eine Kriegsmacht hat es in der ganzen Geschichte noch niemals zuvor gegeben. Gott sagt, sie werden meine Kampfadler genannt werden. Adler steht immer für Propheten. Sie kommen aus einer Perspektive von oben, können Dinge beurteilen, können Dinge sehen, bewegen sich im Bereich der Luft. Da geht es gleich noch drum. Ja. Und die Bibel sagt uns, dass Gott möchte, dass jeder weissagt, jeder prophetisch redet, dass wir alle da in diesem Bereich aktiv sind. Ja, gut. Sie werden meine Kampfadler genannt werden. Aus ihnen
wird meine Adlerarmee bestehen. Und diese Adlerarmee wird sich mit meinen Engelsheerscharen und meinem Überrest an Kriegshelden zusammenschließen. Wer sind die Kriegshelden? Es erhebt sich eine Generation junger Kämpfer, die sich mit den übrig gebliebenen Kämpfern, die sich bereits jahrelang in ihrer Berufung bewährt haben, zusammenschließen werden. Und diese werden meine Kampfadler genannt werden. Das heißt, das sind die Christen, die im Kampf bereits Siege errungen haben. Das betrifft hoffentlich dich und mich. Ja, sagen wir mal Veteranen, Leute, die gekämpft haben, Leute, die gesiegt haben, Leute, die für die Wahrheit stehen, Leute, die vorwärts gehen in der Fürbitte, Leute, die um Erweckung den Herrn anflehen, Leute, die sehen wollen, dass Menschen gerettet werden und die nicht damit zufrieden sind, dass von 83 Millionen Deutschen mindestens 80 Millionen in die Hölle fahren, wenn der Herr heute wiederkommen würde. Sondern die sagen, nein, wir wollen, dass Millionen und Millionen und Millionen auch hier gerettet werden, nicht nur in Südafrika, nicht nur in Südamerika und in Afrika. Ja, oder China, sondern hier bei uns oder im Iran momentan, Land mit der dynamischen Erweckung aktuell. Ja, so, eine neue Generation junger Kämpfer, die sich verbindet mit diesen Alten, die schon jahrelang marschiert sind, und dazu kommt die Engelsarmee des Herrn. Das ist das, worum es hier geht. Und wo kämpfen die? Die kämpfen im Bereich der Luft. Du weißt ja, der Teufel, ja, ist im Bereich der Luft. Ja? Er ist der Geist, der in der Luft agiert. Und die Adler sind in der Luft. Und die Engel sind in der Luft. Wir kämpfen im Luftbereich, das heißt im geistlichen Bereich. Wir kämpfen nicht mit natürlichen Waffen, auf natürliche Art und Weise gegen natürliche Menschen. Das ist totaler Quatsch. Sondern wir kämpfen im Geist. Wir kämpfen mit Gebet. Wir kämpfen mit Fasten. Wir kämpfen mit Proklamation. Wir kämpfen mit den Waffen des Geistes, die uns gegeben sind, die mächtig sind zur Zerstörung von Festungen. Halleluja! Auch der Festung Europa. Und dann sagt Tim Schietz hier weiter, diese Kriegshelden, diese Kampfadler, sie werden auf den Wellen meiner Herrlichkeit reiten. Halleluja. Sie werden auf den Böen meines Windes dahinfahren. Sie werden sich auf die Strahlen meiner Gegenwart vorwärts bewegen und die Werke meines Königsreichs sichtbar machen. Sie werden meine Vollmacht demonstrieren. Das ist es, was Europa braucht. Ein Volk Gottes, was die Vollmacht des Herrn demonstriert, in Zeichen, Wundern, Krafttaten, was nicht ein weichgespültes Christsein weitergibt, sondern ein Christsein in Vollmacht und Autorität, wo man sieht, dass es real ist. Ja? Sie werden meinen Willen ausführen, meine Wege gehen und die Tsunami-Welle reiten. Sie werden die Tsunami-Welle reiten, hellstrahlend vor Herrlichkeit, meiner Herrlichkeit. Hey, das ist doch so gewaltig. Was für ein prophetisches Wort. Kein einziges Königreich wird ihnen widerstehen können. Meine einzigartige Adlerarmee wird die Welt durch die Intensität, mit der sie für mich eintritt, aufrütteln. Diese kommende Generation der Kampfadler wurde für die Belagerung der Erde durch die Hölle. Die Belagerung der Erde durch die Hölle, das ist das dunkle System. Diese Kampfler wurden genau dafür herangezogen und ausgesondert. Genau die Invasionstruppen, sie wurden losgesandt. Sie werden sich nicht beugen vor den Feinden ihres Gottes. Halleluja, auf dass wir Christen das doch auch tun mögen. Sie werden feindlichen Königen keine Anerkennung zollen. Sie werden der Propaganda und den Beleidigungen der Hölle kein Gehör schenken. Und sie werden es nicht zulassen, dass ich mit anderen Göttern, die keine Götter sind, in einen Topf geworfen werde. Sie werden das Regime der Hölle in Angst und Schrecken versetzen. Sie werden sich an mich schmiegen und ich werde mit ihnen fliegen. Sie werden mich fest umgreifen und ich werde mich mit ihnen in die Höhe schwingen. Wir werden uns in die Lüfte erheben. Wir werden laufen. Sie werden laufen, von mir getragen, in Geschwindigkeiten, wie zuvor noch nie gesehen wurden. Und wir werden die Hindernisse überwinden. Wir werden Mauern überspringen, die dämonischen Blockaden in die Luft katapultieren und sie in Stücke sprengen. Halleluja.
Wir werden die Tore der Hölle zerschmettern. Meine Kampfadler, sowohl Junge als auch der Überrest der Veteranen, werden sich nun mit mir erheben, sagt der Herr. Und sie werden ein Jagdgeschrei ertönen lassen und auf mir in die Schlacht reiten. Sie werden teuflische, grausame Regimes bekämpfen. Sie werden den gequälten Gefangenen Befreiung bringen. Sie werden nicht aus Angst kapitulieren, obwohl sie umzingelt sind. Obwohl ihnen viele Schwierigkeiten gegenüberstehen werden, wird sie dies nicht erschüttern. Sie werden nicht aufgeben, auch wenn die Fakten grauenvoll aussehen. Sie werden nicht nachgeben, obwohl neue Kriegswaffen, die noch nie zuvor ausprobiert wurden, gegen sie eingesetzt werden. Neue Kriegstaktiken werden sie nur dazu bringen, sich umso fester an mir festzuhalten. Sie werden mit meinem Gewicht fliegen. Das Gewicht meiner Gegenwart wird um sie gewoben sein. Und sie werden kreisen und mit unglaublicher Geschwindigkeit abtauchen. Und sie werden die Wachen der Hölle vernichten. Das Königreich des Widersachers wird zu ihrer Beute. Meine einmalige Adlerarmee, und das finde ich so eine grandiose Formulierung, meine einmalige Adlerarmee wird für das Reich der Finsternis zu einer schreckensbringenden Herrlichkeit werden. Sie werden das Regime der Hölle in Angst und Schrecken versetzen, weil sie in meiner Gegenwart kommen. Da meine Kampfadler sich in mich einhüllen werden, sie sich mit übernatürlicher Kraft in die Höhe schwingen, sie werden auf den himmlischen Windböen reiten, sie werden laufen und nicht müde werden, sie werden gehen und nicht ermatten. Mein Geist wird sie erneuern. Meine Gegenwart wird ihnen wieder Kraft geben. Sie werden sich mit mir aufs Adlersflügel in die Luft schwingen. Und keiner Waffe, die gegen sie geschmiedet wurde, wird es gelingen. Alle, die sich gegen sie erheben, werden scheitern. Dies ist das Erbe meiner Kinder. Und ihre Gerechtigkeit wird ihnen von mir zuteil, sagt der Herr. Weißt du was? Da kann ich nur sagen, da will ich dabei sein. Da will ich dabei sein. Das ist etwas, wo ich dazugehören möchte. Es ist etwas, wo ich sage, ja, dafür lohnt es sich zu leben und dafür lohnt es sich zu sterben. Dafür ist es richtig, mit dem Herrn unterwegs zu sein. Es gibt einen Kampf um Millionen und Millionen und Millionen von Menschenherzen in Europa. Und wir müssen diesen Kampf aufgreifen. Wir müssen dafür sorgen, dass der Herr wirklich, wie soll ich mal sagen, einfach seine Ernte einbringen kann. Es ist keine Zeit mehr, sich bequem hinzusetzen. Komm aus deiner Komfortzone raus. Es ist Zeit, im Geist in den Kampf zu gehen, in den Kampf zu ziehen. Es ist nicht mehr Zeit, mit den Wölfen zu heulen. Es ist nicht mehr Zeit, was weiß ich, alles, was die Welt dir sagt, was man tut oder lässt, zu machen. Es ist Zeit, wirklich, wirklich mit dem Herrn hineinzugehen in das, was er für uns hat. Schau, und vielleicht ist es so, dass du dich als Teil von dieser Resistance siehst. In Fürbitte mit irgendwelchen Sachen, so mehr sabotagemäßig das Reich des Feindes geschwächt hast, dann sage ich dir, die Armee des Herrn kommt. Vielleicht bist du auch jemand, der einfach ganz neu dazukommt und sagt, ja, ich will dabei sein. Ich gehöre zu dieser neuen Generation von Leuten, die einfach in den Kampf gehen und die mit dem Herrn das Herz dieses Kontinents für ihn gewinnen. Vielleicht bist du auch ein alter Veteran, hast schon Kämpfe gekämpft. Wir kennen einen ganzen Schwung alte Gebetskämpfer, die schon sonst was erlebt haben. Ja, und die im Geist schon manchen Orden bekommen haben, den man nicht sieht. Hey, wir alle zusammen im Gebet gehen vorwärts und gehen mit der Armee des Herrn gegen die Machenschaften des Teufels in diesem wunderschönen Kontinent Europa an. Ich empfehle dir wirklich dieses Buch. Es wird dir weiterhelfen, Klarheit schenken, wie das mit dieser Armee des Herrn funktioniert. Und jetzt möchte ich gerne für dich beten. Herr, wir danken dir dafür, dass du uns in diese Armee berufen hast. Wir danken dir dafür, dass du uns hineingeholt hast in dieses grandiose, wunderbare, herrliche Werk, was von dir kommt. Die Eroberung von ganzen Ländern im Geist, dass das, wo der Feind einfach seine Herrschaft aufgebaut hat, dass das zurückgedrängt wird und Menschen gerettet werden, dass sie frei werden und nicht nur 5 und nicht nur 10 und nicht nur 100, sondern
Millionen und Millionen und Millionen von Menschen. Herr, wir wollen sehen, dass das Lamm die Frucht seiner Leiden empfängt. Und wir wollen sehen, dass in unseren Ländern, im deutschsprachigen Europa und darüber hinaus, Menschen gerettet werden, Menschen erlöst werden. Wenn heute der Herr wiederkommen würde, 90% der Bürger Europas mit 750 Millionen Einwohnern wären verloren. Das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Wir brauchen diese Erweckung. Wir brauchen diese Bewegung Gottes. Wir brauchen diese Invasion. Wir brauchen diese Engelsarmeen. Und wir brauchen, dass wir mit allem, was in uns ist, uns hingeben und sagen, ja, Herr, ich will dabei sein. Ich gebe mein Leben, damit dein Reich kommt und dein Wille geschieht, wie wir es im Vaterunser beten. Ja? Real, wirklich. Und ich komme raus aus diesem Ding, wo ich mich einfach so verschanzt habe und mich versteckt habe und wo ich meine Angst habe und meine Befürchtung habe und meine politische Korrektheit habe und alles. Ich komme jetzt und werde nicht mehr wie ein Deutscher agieren, sondern ich fange an, wie ein Himmelsbürger zu agieren. Denn ich, und das ist das, was ich dir gezeigt habe in den letzten Wochen, ich bin ja selbst schon jemand, der als Gesandter des Himmels wie eine Invasion in das Reich der Finsternis gesetzt worden ist. Und ich werde genauso anfangen zu agieren. Ich bin ein Invasor, ja, des Himmels hier mitten in dieser Welt. Halleluja. Und ich bete dafür, dass der Herr dir dafür Klarheit schenkt, yes, und Bewusstsein schenkt und dass er dich da weiterbringt und dass er dir zeigt, wie du vorwärts gehen kannst, dass er dir Strategie zeigt, dass er dir die richtigen Leute zeigt und dass du einfach weiterkommst in dem, was der Herr für dich hat. Denn ich bin absolut überzeugt, der geistliche D-Day Europas steht kurz bevor. Halleluja. Herr, wir beten auch, dass du jetzt ein ganz neues Verlangen freisetzt, ein ganz neues da will ich dabei sein freisetzt, ein ganz neues Feuer freisetzt, das die Herzen bewegt, dass wir rauskommen aus dieser Umklammerung unserer eigenen Festlegung und auch der vielen Dinge, die uns zurückhalten wollen. Herr, wir beten, dass du jetzt gerade durch den Heiligen Geist ein tiefes Werk in den Herzen der Menschen, die jetzt hier mit uns zusammen sind, tust. Herr, wir beten, dass da etwas Neues aufsteht, ein echtes, noch mehr Hunger, noch mehr Durst, noch mehr Verlangen nach der Gemeinschaft mit dir, noch mehr Glaubensfundament, noch mehr Glauben, der uns stark macht, mit dir zusammen in diese Zeit jetzt weiterzugehen. Amen. Nicht uns wegzudrücken, nicht uns zurückzuziehen, nicht uns irgendwie zu arrangieren mit den Dingen, die wir schon immer so gemacht haben und dabei bleiben, sondern dass wir weitergehen, dass wir durch dein Feuer getriebene Menschen sind, dass wir sagen können, brannte nicht unser Herz in uns, als er mit uns sprach. Heute sprichst du mit uns, Herr, und ich bete, dass wir unsere Herzen nicht vertrocknen, verschließen oder, wie es heißt, verstocken, dieses Zurückhalten. Herr, ich bete, dass wir keine verstockten Herzen haben, sondern dass wir uns aufmachen, dass wir uns hochheben lassen, von den Schwingen tragen lassen. Und dass wir wirklich in eine andere Glaubensperspektive hineinkommen. Absolut. Herr, wir beten, dass du uns jetzt gerade dienst. Dass du uns selber auch weiterbringst, mich weiterbringst. Dass du uns den Dienst von Gottes Haus weiterbringst. Dass du unsere Kinder weiterbringst. Alle, die mit uns verbunden sind, die investiert haben in den Dienst von Gottes Haus. Lass ein starkes Erwachen, eine starke Erweckung in uns jetzt beginnen oder fortsetzen. Herr, wir beten, dass du uns anschiebst, dass der Wind deines Geistes uns wirklich treibt, dass wir wissen, wir sind Gottes Kinder und wir werden ankommen. Und ich möchte auch noch für die beten, die dieser erste Trupp waren, die Musiker, die Sänger, die Anbeter, die Lobpreiser, die so entscheidend wichtig sind und auf die so eine Attacke gerade läuft. Ja. Wir beten, dass sie in Position kommen. Wir beten, dass sie, wie soll ich mal sagen, einfach aufstehen. Aufstehen im Geist. Jeder für sich. Denn sie sind wichtig. Extrem wichtig.
um den Sieg vorzubereiten. Dass die Soldaten, wie die Lobpreiser, wie die Propheten, wie diese Armee des Herrn, alles, was zusammenkommen muss, die Jungen, die Alten, die Männer, die Frauen, alles, alles, jeder wird gebraucht. Jeder wird gebraucht, dass wir alle zusammenstehen. Alle zusammenkommen, egal aus welchem Hintergrund, alle zusammenkommen, eins im Geist, eins in der Armee. Geeint durch den Geist Gottes, der uns leitet und führt, uns hineinführt in das, was der Herr möchte. Herr, wir beten, dass du eine gewaltige Bewegung Gottes, wie du sie verheißen hast, wirklich schenkst. Wir beten um eine gewaltige Ausgießung deines Geistes, wie du sie verheißen hast. Wir beten für einen geistlichen D-Day in unserer Mitte. Halleluja. Halleluja. Herr, wir danken dir von ganzem Herzen dafür. Amen. 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 Das war mal eine Geschichtsstunde. Die war echt cool. Also ja, ich habe sie jetzt schon ein, zwei, dreimal gehört oder mehr. Mich begeistert es trotzdem jedes Mal, weil diese Logistik, diese vielen Menschen, die ihr Leben gelassen haben, also das bei allem Respekt, auch meine Dankbarkeit ist immer an diesem Punkt zutiefst da drin, für die Menschen aus den anderen Ländern, aus Amerika, aus England, die wirklich unserem Volk, meinem Volk gedient haben. Ja. Was ich da wirklich mal anfügen möchte, wir haben kein Recht, da uns wirklich zu erheben und so Front zu machen oder wie auch immer, sondern wir sollten uns echt in dieser Dankbarkeit aufhalten. Aber mich segnet das immer und mich segnet die Übertragung auf unser Glaubensleben. Ja. Das ist was. Was sagst du denn zu dem Buch? Das Buch liebe ich deshalb, das habe ich auch immer bei mir stehen, weil hier hinten drin, das sind 303 Proklamationen, wie man in dieser gemeinsamen Strategie mit den Engeln zusammenarbeiten kann. Ich habe vorhin in meinem Vortrag, in meiner Predigt gesagt, ja, wir wollen keine Engelslehre und wir wollen nicht, es hat uns mal jemand gesagt, ja, neue Engelslehre oder so, das stimmt aber nicht, sondern Engel sind uns gegeben als dienstbare Geister, so steht es in der Bibel. Und hier kann man viele Proklamationen lesen, wie man beten kann, wie man mit dieser Armee zusammen vorwärts gehen kann. Ne? Ja. Und ich liebe Proklamationen. Ich bin da immer ganz begeistert, weil da empfinde ich so eine Stärke und so einen festen Auftritt und jetzt erst recht und der Herr hat es gesagt und so. Und hier kann man mit Proklamationen lernen, umzugehen, weiter zu wachsen und eben auch vieles zu lernen. Vielleicht ist nicht alles, jede Proklamation, die du unterstützt oder unterstreichst, aber viele sind dabei, die wirklich hilfreich sind. Ja, und in einer Armee, das muss man auch immer berücksichtigen, Volk Gottes als Armee, es gibt ganz, ganz unterschiedliche Aufgaben. Ja, das stimmt. Nicht jeder, also das sind nicht alle gleich. Unterschiedlichste Aufgaben, unterschiedlichste Berufungen, unterschiedlichste Einsatzbereiche. Und da muss man einfach sehen, okay, vielleicht ist das für mich und vielleicht ist das hier nicht für mich. Also da eine gewisse Souveränität und Freiheit. Großherzigkeit und Freiheit reinzubringen. Ja. Man muss nicht alles auf sich zu beziehen, wenn du sagst, okay, das ist jetzt irgendwie nichts, was zu mir spricht, dann ist es das eben nicht. Dann sagst du, okay, ja, aber vielleicht viele mal später andere, oder anderes. Dafür sind andere Sachen für dich, wo du sagst, genau das ist es, was ich brauche. Beispielsweise, es gibt Leute, die haben extrem auf dem Herzen, sagen wir mal, für Heilung zu beten. Das ist ihre Berufung und ihre Salbung. Ja? Und andere, für die ist das nicht das Thema. Die sagt, was interessiert mich Heilung? Ich will, dass Menschen gerettet werden, denn die müssen erlöst werden, damit sie für die Ewigkeit gerettet sind. Und die sind voller Begeisterung für Evangelisation und so weiter. Oder Lobpreiser. Es gibt ganz unterschiedliche Dinge, ganz unterschiedliche Berufungen. Und man kann nicht alles über einen Leisten scheren. Und so ist es auch, wenn von einer Armee gesprochen wird, dann musst du gucken, okay, was spricht zu mir? Was ist meine Position? Wo docke ich mich an? Halleluja. Wobei Armee, das haben wir ja gehört in meiner Predigt, das ist ganz wichtig, die Kampfauseinandersetzung.
Und jeder von uns weiß, wie Kämpfe laufen. Und es ist nur ein Bild für das, wie man positioniert ist. Und zu einer Armee gehören wir alle. Wer nicht aufsteht und kämpft, hat schon verloren oder ist schon besiegt. So ist es richtig. Ja, und deswegen sind wir schon alle zur Armee gerufen. Guck mal, viele Leute erlesen die geistliche Waffenrüstung in Epheser 6 und beschäftigen sich mit Helm des Heils und all den Sachen, die da genannt sind. Aber sie überlesen die 2, 3, 4 Verse, die davor stehen, wo genau drin steht, warum du die Waffenrüstung anhast. Weshalb du sie überhaupt hast. Unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern, und dann kommen 4 Punkte, gegen den wir kämpfen. Unser Kampf als Christen. Nicht für irgendwelche geistlichen Super-Heavies, sondern für uns. Für uns. Schau es dir mal an, Epheser 6, sehr lesenswert. Ja, kann man sehr schön. Es geht darum, dass wir ein Verständnis dafür bekommen, dass wir ja, in einem Kampf stehen, der sich dramatisch zugespitzt hat. Und wir glauben wirklich, wirklich, also ganz wirklich, wir glauben für diesen göttlichen D-Day. Amen. Für den Tag der Invasion. Wir sind schon Gottes dabei. Und wir glauben, dass sich Dinge dramatisch verändern werden. Yes. Halleluja. Yes. Wir freuen uns, wenn du mit uns glaubst. Das, was wir uns, was wir euch jetzt nochmal an Segen zusprechen wollen, das ist dieses Wort aus Judas 1, nämlich diesen Vers 25. Dem aber, der euch ohne Straucheln zu bewahren und vor seine Herrlichkeit tadellos und mit Jubel hinzustellen vermag, dem alleinigen Gott, unseren Heiland durch Jesus Christus, unseren Herrn, sei Herrlichkeit, yes. Majestät, yes. Gewalt ja. und Macht ja. vor aller Zeit und in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Das ist unser Gebet für euch, dass er euch hinzustellen vermag und mit Jubel und mit er selber jubelt über euch und über uns. Und ihm gehört alle Herrlichkeit, ja. alle Majestät, alle Macht. Und damit gehen wir in die kommende Woche. Jawohl, Halleluja. Genau, wir treffen uns wieder in der nächsten Woche und sind gespannt. Genau. Bis dann. Bis dann. Blessings. Ciao. Denkt ans Winken.